Herzlich willkommen zum Webcast der Fides-DV-Partner. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Präsentation unserer neuen Projektvorlage für Revit 2015. Kurz zu meiner Person: Mein Name ist Björn Teutrine. Ich habe Architektur studiert in Aachen und bin bei der Fides tätig im Bereich BIM für Consulting, Vertrieb, Schulung und Support. Für diejenigen, die die Fides nicht kennen, unser Unternehmen gibt es schon seit 1972, hat insgesamt 15 Mitarbeiter und Firmensitze in München und Berlin. Und gemeinsam betreuen wir über 300 Kunden unter Subskriptionsvertrag bzw. Software-Service-Vertrag mit der Sophistic. Unsere Fachbereiche erstrecken sich angefangen bei der Statik mit der Sophistic über eigene Entwicklungen im Bereich Geotechnik bis hin zum Bereich CAD, BIM mit Autodesk und auch eigene Forschungsprojekte. Wir decken damit den gesamten Baubereich ab und beraten, vertreiben Software, geben Schulungen und Support. Die Motivation zu einer eigenen Projektvorlage für Revit, speziell für den Ingenieurbau, sahen wir einfach darin, dass zwar schon von Revit an sich mehrere Projektvorlagen angeboten werden, diese allerdings nicht auf den deutschsprachigen Raum spezialisiert sind. Die BIM-Tools-Vorlage hat diese Lücke schon geschlossen und da einen guten Ansatz bereitet. Wir haben uns jetzt gedacht, wir nehmen diese Sophistic BIM-Tools Vorlage in Absprache mit der Sophistic und packen in diese Projektvorlage noch viele weitere Erweiterungen, Familien und so weiter hinein, einfach aus der Erfahrung unserer Kunden und das, was wir im Support immer wieder an Problemen festgestellt haben. Das haben wir in diese Projektvorlage reingepackt. Es gibt Erweiterungen in diesen sechs Bereichen, die Sie hier sehen, allgemeine Programmeinstellungen. Das Thema Baugrube ist in Revit so noch gar nicht vorgesehen. Auch da werde ich Ihnen gleich einmal eine Lösung vorstellen, die wir erarbeitet haben. Und wir haben halt zusätzliche Erweiterungen noch im Bereich Positionsplanung, Schalplan und Bewehrung und auch bei der Statik noch verschiedene andere Einstellungen vorgenommen, mit der Sie einfach statisches Modell übersichtlicher kontrollieren können. Warum lohnt sich diese Projektvorlage? Sie steigern damit weiter noch Ihre Produktivität durch die ganzen Voreinstellungen, erhöhen Ihre Planungsqualität dadurch, dass Sie nicht selber irgendwie dann fehleranfällig irgendwelche Einstellungen selber vornehmen müssen. Sie können sich darauf verlassen, dass die Einstellungen soweit stimmen und Sie können halt aus dieser Projektvorlage dann direkt die ganzen umfangreichen und praxisorientierten Familien nutzen. Ganz kurz noch als Vorwort zur weiteren Produktivitätssteigerung und auch für verschiedene Funktionen in dieser Vorlage empfehlen wir diese vier Extensions. Das sind einmal die Revit Extensions, ein kostenloses Plugin von Autodesk für Subscription-Kunden. Mit dem gibt es verschiedene Bewehrungsmakros, die genutzt werden können. Die Sophistic BIM Tools, Ihnen sicherlich auch ein Begriff, mit vielen Funktionen für die Positions- und Schalplanung, auf denen wir auch weiter aufbauen. Dann das Tool Sophistic Reinforcement Detailing, das einzige kostenpflichtige in dieser Reihe zur Ausdetaillierung von 3D-Bewehrung für einen abgabefertigen Plan. Und als letztes die Sophistic Revit Extension für diejenigen, die Sophistic Static Software nutzen, das kostenlose Plugin, um das Berechnungsmodell in die Sophistic Static zu übertragen. Neben der eigentlichen Projektvorlage bieten wir da noch weitere Sachen an. Und zwar einerseits sind es Familienvorlagen, mit denen neue Familien genutzt werden können. In einer Bibliothek alle Familien, die in der Projektvorlage drin vorkommen, auch nochmal separat gespeichert, damit Sie das Ganze auch in ein anderes Projekt importieren und dort nutzen können. Und darüber hinaus zur Dokumentation einmal ein Datenblatt, die beiden Dokumentationsblätter der Sophistic unberührt gelassen und eine über 40-seitige Dokumentation zu unseren Ergänzungen. Zusätzlich als letztes in dieser Liste auch nochmal eine Textdatei mit gemeinsam genutzten Revit-Parametern. Das sind zusätzliche Parameter, die wir eingebaut haben in den Familien im Projekt, vor allem als Planinformation und Projektinformation, aber auch zu den Bauteilen. Und da werde ich dann jetzt auch einmal kurz zu kommen, was es auch mit dieser Datei auf sich hat und wie Sie einfach mit dieser Projektvorlage beginnen können.
Ich wechsle einmal in die Live-Präsentation in nach Revit und sehen einmal hier die Standardansicht von Revit. Sie haben jetzt einmal hier die Möglichkeit, hier oben auch direkt diese einzelnen Templates auszuwählen und haben jetzt die Möglichkeit, mit unserem Template das entweder zu öffnen oder auch in diese Liste mit hinzuzufügen. In die Liste hier dieser Templates, wenn Sie unser vieles Template direkt verwenden möchten, können Sie hier über die Optionen aus dem Startmenü machen. Im Register Karte Verzeichnisse können Sie hier dieser Liste weitere Templates mit hinzufügen. Das tue ich jetzt auch einmal und sehe jetzt hier in einem Ordner, dass ich hier dieses Template auswählen kann. Das ist eine RTE-Datei, das ist das eigentliche Template. Gehe auf Öffnen, sehe, dass es hier mit hinzugefügt ist, kann auch noch die Reihenfolge mit ändern, zum Beispiel ganz nach oben verschieben, gehe auf OK und Sie sehen jetzt hier, dieses Template ist mit hinzugekommen. Wenn Sie das Template an sich öffnen möchten und weiter bearbeiten möchten, zum Beispiel Ihren Plankopf mit hinzufügen möchten, können Sie das ganz einfach machen über Revit wieder neu, neues Projekt und können dann hier entweder das aus dieser Liste auswählen oder das Template einfach direkt suchen und sagen, Sie möchten jetzt hier dieses Projekt-Template bearbeiten und nicht aus diesem Projekt-Template heraus ein Projekt erstellen. Wenn man jetzt hier auf OK klickt, kommt man direkt in das Template rein, kann es hier bearbeiten und zusätzlich nochmal die Information zu der bereits genannten Textdatei für die weiteren Parameter. Diese Parameter sind in dieser Projektdatei schon drin. Da brauchen Sie eigentlich erstmal nichts zu tun, wenn Sie jetzt nicht weiter Projektinformationen oder im Plankopf zum Beispiel verwalten möchten. Wenn Sie das aber tun möchten, müssen Sie einmal diese Textdatei verknüpfen mit Ihrer Software und das geht hier über den Button gemeinsam genutzte Parameter. Hier können Sie jetzt diese Textdatei suchen. Bei mir ist sie auf dem Desktop. Kann sie hier auswählen, klicke auf Öffnen. Und schon habe ich die bereits voreingestellten Parameter hier in meiner Auswahlliste verfügbar. Und Sie sehen, da sind halt auch schon einige Projektinformationen. Da sind Informationen für Stahlbauteile, Stahlbetonbauteile, wie zum Beispiel auch die Expositionsklasse mit drin und auch für den Verpressanker, ein Baugrubenelement, das wir eingebaut haben. Ich habe diese Datei jetzt erstmal hier mit meiner Software verknüpft. Deswegen sind aber die Parameter noch längst nicht in meinem Projekt drin. Das ist einmal der nächste Schritt. Dafür gibt es hier oben den Button Projektparameter. Und wenn ich den auswähle, habe ich hier die Möglichkeit, aus dieser Textdatei heraus diese Parameter in mein Projekt zu importieren. Hier sind schon einige Parameter drin, wie Sie auch sehen. Die Liste ist länger, als es bei Ihnen der Fall sein sollte. Ich kann hier sagen, ich möchte jetzt hier noch weitere Parameter hinzufügen, nicht als normaler Projektparameter, sondern als gemeinsam genutzter Parameter. Jetzt kann ich hergehen und aus dieser Textdatei diese Informationen hier auswählen, wie zum Beispiel Plangröße in Zentimeter mal Zentimeter anstatt einfach einer Quadratmeterangabe, den Planindex oder einer Planungsphase. Diese kann ich jetzt hier einfach öffnen. Die Voreinstellung, die wir getroffen haben, finden Sie jetzt auf der linken Seite hier. Das ist alles ausgegraut und Sie müssen jetzt nur noch sagen, welcher Kategorie Sie diesen Parameter hinzufügen möchten. Das wäre jetzt hier beispielsweise ein Planparameter. Da gehe ich immer auf Pläne und kann diesen Parameter jetzt hier dem Projekt hinzufügen. Ja, sagt er jetzt mir natürlich, dieser Parameter ist bereits da und das liegt daran, dass ich den natürlich schon in meiner Projektvorlage drin habe. Okay, aus dem so viel zur Vorbereitung. Ich wechsle jetzt einmal in ein Beispielprojekt, das erste hier, in der ich einfach ein paar Bauteile schon platziert habe, um die Funktionsweise zu verdeutlichen. Auch das verschicken wir zusammen mit der Projektvorlage, damit man einfach da ein besseres Gespür für bekommt, wie die Dinge funktionieren und wie es vorgesehen ist. So, ich bin jetzt einmal drin im 3D-Bereich meines Positionsplanes, das sehen Sie hier, und habe hier einige Bauteile schon mal platziert. Zusätzlich zum Positionsplan, das sehen Sie jetzt noch hier drüber, ist der Bereich Baugrubenplanung hinzugekommen. Wenn ich den einmal öffne, sehen Sie, dass hier einige Objekte mehr dabei sind als in der Positionsplanung eben.
Das liegt einfach daran, dass wir die selbst erstellten Elemente so gebaut haben, dass sie automatisch in den anderen Planungsphasen wieder erstmal ausgeblendet werden. Was haben wir hier gemacht? Wir haben zum Beispiel einmal die Verpressanker eingebaut. Das sehen Sie einmal hier. Auch die können ausgewählt werden und haben viele sinnvolle Parameter, wie zum Beispiel hier die Höhe der Ankerlage, die ich einstellen kann. Die liegt momentan auf 2 Meter. Ich kann den Winkel einstellen, an dem sie gesetzt werden sollen. Und ich sehe auch hier zum Beispiel im Kommentarfeld, dass ich sage, wo liegt dieser Anker jetzt. Zusätzlich dafür auch eine einfache Vergurtung als Träger modelliert, den ich hier positionieren kann. Sie sehen auch hier weitere Spundwände. Da haben wir von 3 verschiedenen Herstellern Spundwände eingebaut. Und diese Spundwände können Sie einfach platzieren als eigenständige Familie. Und Sie sehen jetzt hier, ich habe diese Spundwände auch schon so gebaut, dass sie als Reihe gesetzt sind. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, ich möchte davon nicht 4, 6 haben, sondern 4. Kann hierher gehen und kann das bestimmen. Damit haben Sie halt die Möglichkeit, sehr schnell halt auch entlang einer geraden Linie dort so eine Reihe zu erstellen und dann wieder jederzeit die Anzahl zu verändern. Ich gebe hier nochmal eine 8 ein, dass es nochmal ein bisschen länger wird. So, genau. Alle Bauteile natürlich auch über Bauteillisten auswählbar. Auswertbar, das zeige ich Ihnen gleich. Aber noch kurz hier zu der Möglichkeit halt einer Trägerbohlwand. Das Ganze auch erstellt aus einem Trägersystem mit einer Holzlattung und zusätzlichen Stützen, die wir hier verwendet haben. Diese Bauteile alle so in ihren Typenparametern definiert, dass sie in den anderen Ansichten nicht sichtbar sind. Zu guter Letzt eine überschnittene Bohrpfahlwand, die halt besteht aus verschiedenen Bohrpfählen, bewährt und unbewährt. Da haben Sie auch hier, wie Sie sehen, eine ganze Reihe schon an Auswahlmöglichkeiten, die Sie dann für beliebig erweitern können. Als zusätzliche Lösung haben wir hier einmal die Baugrube, die erstellt werden sollte mit einem Projektkörper. Das sehen Sie hier. Sie haben hier die Möglichkeit, einmal sehr schnell über die Formgriffe Änderungen vorzunehmen. Wenn ich einmal reingehe, sehen Sie das hier. Ich kann halt entweder Linien auswählen oder ich kann auch Flächen auswählen und kann hier sehr schnell Änderungen vornehmen an meiner Baugrube. Ich mache das jetzt gerade einmal rückgängig. Änderungen verwerfen, weil Sie einmal sehen können, in den einzelnen Schnitten, diese Baugrube, die ich hier habe, die kommt auch hier wieder vor. Diesen Körper, den ich hier habe, den ich ergänzt habe noch durch weitere Linien, nämlich zur Darstellung des Bodens, habe ich einfach hier noch ein zusätzliches Detailelement entwickelt, was Sie einstellen können, was hier die Bodenbeschaffenheit jetzt hier zeigt. Und ich kann auch hier zum Beispiel mit einem Parameter sagen, wie groß, in welchem Maßstab diese Linien hier sein sollen, die sich jetzt hier automatisch angeheftet haben an meine Baugrube. Zusätzlich auch noch weitere Ebenen mit hinzugefügt. Die Baugrube hier, Sie sehen es, erstreckt sich momentan von unerkannte Gelände bis Baugrubensohle. Deswegen habe ich die Änderung auch eben nochmal wieder rückgängig gemacht. Alle Bauteile, die Sie sehen, sind natürlich auch mit den bekannten Sophistik-Beschriftungen kombinierbar, dass Sie halt auch hier diese einzelnen Beschriftungen, die Sie auch schon kennen, benutzen können, um die einzelnen Elemente auszuwerten. Gehen wir mal kurz durch. Auch hier zum Beispiel beim Träger-Bohlmann-System sehen, auch mal hier haben Sie auch die Möglichkeit, mit weiteren Symbolen zu arbeiten oder auch halt eine Beschriftung zu machen ohne Positionsnummer, wenn die mal nicht gewünscht sein sollte. Und dann sehen wir hier noch auch nochmal die Wand geschnitten. Zusätzlich auch nochmal hier an der Stelle zu sehen, auch nochmal wieder Höhenquoten, an der die nicht mit dem Präfix Rohdecke gekennzeichnet sind. Da haben wir einfach in der Projektvorlage viele Familien eingebaut, die praxistauglich sind. Zu guter Letzt auch nochmal in der Reihe hier auch nochmal den Anker zu sehen. Ich kann es auch nochmal kurz demonstrieren, dass man hier mit den Parametern halt arbeiten kann und zum Beispiel von 20 auf 30 Grad ändert und sofort ändert sich das Ganze mit. Auch die Gesamtlänge kann ich hier verändern, wenn ich das möchte. Das gemessen halt vom Ende des Verpresskörpers bis zu dem Punkt, wo er jetzt hier die Gurtung durchstößt. Ja, das soweit zum
zu der Baugrube, zu den einzelnen Elementen. Die können natürlich auch ausgewertet werden über Bauteillisten. Sie sehen hier alles, was mit FID beginnt, haben wir an zusätzlichen Bauteillisten programmiert, die Sie schon nutzen können. Das ist halt neben zum Beispiel hier den einzelnen Ankern, bei denen Sie auch jetzt hier die Möglichkeit haben, Vorspannkräfte einzugeben, die Lagen einzugeben oder auch die Gurtung einmal separat auszuwerten. Sehen Sie einfach hier die einzelnen Bauteile, die hier möglich sind. Das Ganze halt so intelligent gemacht, dass Sie auch zum Beispiel sagen können, hier bei den Bohrfallisten, ich habe einen Preis pro laufenden Meter, kann mir hier automatisch die Gesamtkosten und die Gesamtlänge und das Volumen berechnen. Das natürlich auch nur als Vorschlag. Die Bauteillisten können natürlich alle weiter angepasst werden. Ja, können auch die Proben an sich ausgewertet werden. Dadurch, dass es halt Körper sind, haben wir sofort auch die Möglichkeit, hier ein Volumen zu berechnen und können das dann auch summieren und nach Belieben weiter filtern. Kommen wir einmal zum Positionsplan. Da sehen Sie jetzt hier, wenn ich einmal in das Erdgeschoss gehe, dass wir hier einfach noch weitere Wandtypen hinzugefügt haben. Wir haben Holzquerschnitt noch hinzugefügt mit einer Auskreuzung im geschnittenen Zustand. Wenn Sie sagen, ist nichts Besonderes, aber Sie wissen das ja auch, in Revit sind manche Sachen einfach nicht vorhanden, die selbstverständlich sein sollten. Und genau diese Lücke haben wir versucht hier zu schließen. Verschiedene Schriftarten noch hinzugefügt, mit Rahmen, ohne Rahmen, in Schwarz, in Rot. Etliche Füllmuster mit hinzugefügt. Die sehen Sie dann auch einmal hier. Wenn ich einmal hier unter weitere Einstellungen gehe, Füllmuster. Die Liste ist sehr, sehr lang geworden, aber dafür ist einfach jetzt auch alles drin, was man für die tägliche Arbeit braucht. Unter anderem zum Beispiel auch nochmal hier eine andere Erdschraffur, die wir mit hinzugefügt haben, dass Sie sich die danach belieben auswählen können. Weitere Typen sehen Sie hier. Da haben Sie halt eben schon mal gesehen, die Erdschraffur. Genauso gibt es auch nochmal eine Böschungsschraffur, die Sie auch einstellen können, zum Beispiel mal umgestellt hier auf 40 cm. Oder auch diese Linien, die sind halt alle dynamisch auch aufgebaut innerhalb dieser Familien, dass sie sich halt auch intelligent mit verändern. Und ich kann halt hier dann immer sehr schön diese Linien auch einfach nehmen und an die entsprechende Stelle packen, wo ich sie gerade brauche. Ja. Jetzt sehen Sie zum Beispiel auch hier nochmal, dass wir auch mit nochmal eine Änderungswolke, auch hier haben wir Änderungen vorgenommen, dass Sie halt planbezogen Änderungen dokumentieren können. Sie kennen da sicherlich die Tabelle oberhalb des Plankopfes, die Sie hier haben, dass Sie halt mit dieser Liste jetzt hier weiter intelligent arbeiten können, dass Sie halt eine Indizierung haben, angefangen bei 0, A, B, C, D. Und dass Sie auch wirklich für jeden einzelnen Plan diese Änderungen hier auflisten können und damit in Wolken arbeiten können. Zusätzliche Elemente, die wir auch hier mit eingebaut haben, sind einmal Beton-Fertigteile. Sie sehen das einmal hier, diese Hohlkörperplatte, die wir mit eingefügt haben. Und zusätzlich selbst entwickelt auch noch Halbfertigteile, Elementdecken, die Sie verwenden können hier in der geschnittenen Darstellung. Da haben wir jetzt einfach mal jetzt hier sechs Typen angelegt mit verschiedenen Breiten und Stärken, die natürlich mit intelligenten Parametern auch wieder beliebig erweitert werden können. Und diese dann einfach ergänzt durch eine Standarddecke, die oben drauf gelegt ist. Auch diese ganzen Bauteile natürlich durch Bauteillisten auswertbar. Das sind hier die Bauteillisten mit dem FIDES-Bauelement am Anfang. Sie können eine Auflistung erzeugen für Ihre einzelnen Durchbrüche, für die Elementdecken, für die Geschossdecken. All das weiter noch optimiert und auch ergänzt halt mit einer Summierung hier des Gewichtes, sprich der Eigenlast. Das ist natürlich auch wichtig, wenn man das Ganze für die Statik nutzen möchte, dass man einfach hier einmal von den einzelnen Elementen das Eigengewicht summieren kann. Okay, kommen wir einmal zum Schalplan. Ja, hier haben wir auch nochmal eine weitere Familie mit hinzugefügt, und zwar das Symbol Spannrichtung benutzt und hier einfach das Achssymbol rausgenommen. Sie haben jetzt die Möglichkeit, mit diesem Symbol immer noch Informationen aus der Decke auszulesen und das Ganze zu kombinieren mit einer einfachen Detaillinie. Die kann ich so zeichnen, dass sie halt von einem Ende zum anderen geht in meiner Deckenplatte.
So. Und kann dieses Symbol entsprechend über den Befehl drehen, so ausrichten, wie ich es gerne hätte, dass ich dieses Symbol so setzen kann, dass es der Diagonale folgt. Und schon haben Sie halt das gewünschte Ergebnis. Die Informationen werden halt aus dem Bauteil ausgelesen und sind hier verfügbar. Ja, das zum Spannrichtungssymbol. Wir haben zusätzlich uns auch einige Gedanken gemacht zu den Sichtbarkeiten, dass wir hier zusätzlich den sekundären Ansichtsbereich aktiviert haben, der standardmäßig nicht genutzt wird. Sie sehen das hier, das Bauteil ist geschnitten unter der Decke. Diese beiden Stützen und die Wände befinden sich über der Decke. Und wenn ich jetzt nochmal einen Schnitt reingehe, dann sehen Sie, das ist einmal nochmal die Schnittlinie, die wir gerade in unserem Grundriss geführt haben. Und hier oben die Bauteile, die dann über der Decke dann gestrichelt dargestellt werden. Zusätzlich haben wir auch den Schnitten nochmal einen weiteren Parameter gegeben. Sie sehen ihn hier unten rechts, der Parameter FIDES-Geschosszuordnung. Das ist eine Möglichkeit, um dem Schnitt zu sagen, in welchem Geschoss er sichtbar sein soll. Wir befinden uns momentan im Plan Decke über EG und dieser Schnitt hat den Parameter hier eingegeben mit EG. Wenn ich jetzt hier diesen Parameter ändere, zum Beispiel auf UG, verschwindet der Schnitt hier in dem Erdgeschoss, taucht dafür allerdings dann halt wieder im Untergeschoss aus. Wenn ich möchte, dass dieser Schnitt jetzt doch weiter durchgeht über mehrere Geschosse, kann ich das auch hier einfach mit reinschreiben. Schreibe rein Untergeschoss und Erdgeschoss. Und er taucht in diesen beiden Geschossen auf, im Obergeschoss 1, aber immer noch nicht. Ja, das war einfach die Möglichkeit, hier mit einem zusätzlichen Filter dem Schnitt zu sagen, in welchem Geschoss er sein soll. Wenn man jetzt möchte, dass es doch ein durchgehender Schnitt ist, gebe ich einfach ein Leerzeichen ein, also nichts. Und schon sehe ich, dass er in den allen Geschossen, so hoch wie er sich halt gerade erstreckt, verfügbar ist, wenn dieses Feld einfach leer ist. Im Bereich Bewährung haben wir auch noch einiges mit hinzugefügt. Und zwar sind das hier vorwiegend im Bereich der 3D-Planung. Ich sehe erstmal hier, was ich jetzt an Bewährung vorbereitet habe. Wenn ich das einmal gerade durchgehen darf, verschiedene Filterungen einfach zur Prüfung, zur visuellen Kontrolle. Sie sehen das hier, die erste Ansicht zeigt hier über die Definition der Unterkategorien der einzelnen Bewährungsstäbe, sehen Sie jetzt, welche Stabquerschnitte verbaut sind. Und wenn sich jetzt halt hier irgendwo mal ein Stab dazwischen reihen sollte, der einen anderen Querschnitt hat als der Rest, dann fällt das hier sofort auf. Zusätzlich in einer anderen Darstellung haben wir es einmal hier gemacht, Sie auch der Bewährung halt die Pläne zu ordnen. Das heißt, Sie sehen jetzt hier über den Parameter Softsheet, den Sie hier unten rechts sehen, welchem Plan diese Bewährung zugeordnet ist für eine planbezogene Positionierung. Auch hier sehen Sie jetzt halt durch diese Zuordnung, welchem Plan das Ganze zugeordnet ist und sehen sofort auch, wenn sich jetzt hier halt irgendwelche Fehler eingeschlichen haben. Das gleiche Prinzip, nur mit anderen Filtern, auch nochmal gemacht für die Bauteilkategoriezuordnung. Also Sie sehen jetzt hier, welche Bewährung ist welchem Basisbauteil zugeordnet. Da können Sie zum Beispiel auch sehen, hier die Bewährung hier unten in dem Fundament, das ist tatsächlich noch dem Fundament zugeordnet und noch nicht der Stütze, obwohl es halt in beiden Bauteilen vorhanden ist. Zu guter Letzt gibt es auch in Revit die Möglichkeit, Bauabschnitte zu definieren. Hier sehen wir jetzt einmal die drei, wenn ich einmal die Bewährung anklicke, sehen Sie hier oben rechts in dem Parameter Teilung. Dieser ist dazu vorgesehen, halt das Modell zu teilen und in Bauabschnitte zu unterteilen. Und je nachdem, welchen Wert ich hier eingebe, verändert sich auch meine Bewährung entsprechend. Zu guter Letzt das Berechnungsmodell. Hier sehen Sie einmal das Originalberechnungsmodell mit den Originallasten. Ich zoome mal weiter nochmal ran. Das ist soweit bekannt. Wir haben jetzt einfach nochmal auch eine zusätzliche Ansicht mit hinzugefügt mit geteilten Lasten. Sie haben hier die Möglichkeit, eine Flächenlast zu teilen. Das haben wir einmal hier oben in dem Bereich des Sophistic-Plugins, in dem Befehl Flächenlasten teilen. Und da haben Sie halt die Möglichkeit, eine Flächenlast zu teilen. Und da haben wir jetzt auch eine Ansicht hinzugefügt, die diesen Parameter Sophistic Load Division ausliest und entsprechend dieser Begriff divided wird hier automatisch reingeschrieben von dem Plugin und diese Last taucht jetzt hier nur noch in dieser zusätzlichen 3D-Ansicht auf.
Eine nette Kontrolle auch, wenn Sie mit Stabtragwerken arbeiten, ist die Kontrolle, ob dieser Stab angeschlossen ist an das restliche System. Sie sehen zum Beispiel hier, das ist der Standardfall. Der Knotenpunkt ist grün markiert. Das heißt, diese beiden Träger sind angeschlossen an meine Stütze. Anderer Fall ist, wie hier vorne zu sehen, mein Stab ist nicht angeschlossen an meinen Träger. Ein freies Ende, genauso wie hier im unteren Bereich. Da sehen Sie dann einfach, dass hier keine Verbindung besteht. Und die dritte Möglichkeit, die es noch gibt, ist, ich habe bewusst eine Abweichung von meinem Stab zu meiner Stütze hier gemacht, aber habe hier nochmal eine zusätzliche Kopplung mit eingebaut. Dann werden diese Stäbe halt hier so dargestellt und die Punkte in blau markiert. Die dritte 3D-Ansicht, das Subsystem, das sehen Sie einmal hier, auch diese Ansicht einmal weiter vorbereitet für den Export vom Subsystem. Wenn Sie jetzt zum Beispiel hier diese Decke in 2D exportieren wollen und entsprechend die angeschlossenen Bauteile dann umrechnen wollen in Federsteifigkeiten, haben Sie hier diese 3D-Subsystem, 3D-Ansicht zur Verfügung und können, wie unten rechts zu sehen, in dem Parameter Subsystem Name auch schon den Namen der Sophistic-Datenbank vorher eingeben und dementsprechend natürlich auch einfach sagen, ich kopiere mir jetzt diese 3D-Ansicht noch weiter für andere Geschosse und da gibt es halt auch schon vordefiniert ein 3D-Subsystem fürs erste Obergeschoss, zweite Obergeschoss und dritte Obergeschoss. In Bauteillisten haben wir da für diesen Bereich auch nochmal drei weitere mit hinzugefügt. Und zwar berechnen diese Bauteillisten die Gesamtlasten hier, die in meinem Projekt verbaut sind. Einmal für X-Richtung, Y-Richtung und auch Z-Richtung für die Flächenlasten, genauso wie für die Linienlasten, die jetzt hier nicht vorhanden sind. Und haben halt die Möglichkeit, mit der Summierung dieser Lasten halt die Vertikalkräfte zu summieren und dann halt auch mit ihrer Ausgabe in ihrem Statikprogramm einfach nochmal abzugleichen. Ja, das war es auch erstmal schon mit dem ersten Überblick über die Software. Ich hoffe, dass Sie da doch das eine oder andere aufschnappen konnten, was Ihnen daran gut gefällt, was Sie bislang vermisst haben. Wie kommen Sie jetzt an diese Vorlage heran? Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Und zwar haben wir das Ganze im Angebot für 100 € für dieses Komplettpaket der Projektvorlage inklusive der ganzen Familiendokumentation. Oder Sie bekommen das Ganze kostenfrei, wenn Sie bei uns Premium Support Kunde sind mit einer Flatrate. Das haben wir neu eingeführt, deswegen erkläre ich das auch einmal nochmal kurz. Standardmäßig als Autodesk-Subscription-Kunde haben Sie diese ganzen Benefits bereits zur Verfügung. Und der Support einmal hier im Überblick gezeigt, zeigt sich einmal jetzt hier in den beiden Spalten Basis-Support und Premium-Support aufgrund der immer geringer werdenden Margen bei der Subskription und um den qualitativ hochwertigen Support, wie Sie es gewohnt sind, aufrechtzuerhalten, haben wir uns dazu entschieden, diese Unterscheidung vorzunehmen. Beim Basis-Support bieten wir weiterhin nicht mehr den Teamviewer an und stehen halt nur noch für kleinere Fragen zur Verfügung. Anders als beim Premium Support, den wir unterscheiden in aufwandsabhängigen Support und in eine Flatrate. Und halt, wenn Sie sich für diese Flatrate entscheiden sollten, bekommen Sie halt, wie Sie es hier unten rechts sehen, diese Projektvorlage auch einfach kostenlos mit dazu. Zusätzlich nochmal 10% Rabatt auch auf unser gesamtes Schulungsangebot. Für die Flatrate gilt, für den ersten Arbeitsplatz kostet diese Flatrate 450 € netto pro Jahr, für jede weitere Lizenz 250 € und bei einer größeren Anzahl von Lizenzen bieten wir da auch nochmal Paketpreise an. Die Laufzeit hier ein Jahr. Oder wenn Sie halt sagen, boah, wir brauchen keine Pauschalen, wir wollen das einfach wirklich aufwandsabhängig abrechnen, dann dokumentieren wir das gerne für Sie und berechnen dann für 6 Minuten einfach 10 €. Genau, da haben Sie einfach die Wahl.
Wenn Sie weiterhin auf dem Laufenden bleiben möchten, hier nochmal eine Übersicht unserer Kommunikationswege über Telefon, TeamViewer, E-Mail, der Support. Infomail bekommen Sie ja auch, CRD BIM. Zusätzlich auch noch auf unserer Internetseite die Möglichkeit, News-Termine oder auch RSS-Feeds zu abonnieren. Oder wenn Sie halt auch mal das eine oder andere Video zu Revit sehen wollen, können Sie auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen. Und auch immer sehr empfehlenswert, der Autodesk BIM-Blog. Da stellen halt die Mitarbeiter von Autodesk Deutschland immer wieder auch Neuigkeiten aus dem Bereich Revit und Co. vor. Weitere Termine, auf die ich Sie noch kurz hinweisen kann: Sie können gerne auch einen Termin mit uns auf der Baumesse verabreden. Hier sind wir am Autodesk-Stand vertreten. Wir bieten Anfang Februar auch nochmal eine Informationsveranstaltung an, wie starte ich mein erstes BIM-Pilotprojekt. Das ist eine kostenlose Informationsveranstaltung. Und zu guter Letzt auch nochmal drei Schulungen im Angebot von Februar bis März. Grundlagenschulung, genauso wie auch nochmal eine Expertenschulung für die Statikplanung mit Sophistic. Und auch nochmal eine Schulung erstmals als offene Schulung angeboten, Familienunterstellung und Parametrik. Da schauen wir einfach mal, welche Wünsche da an Familien da sind, und dann werden wir individuell darauf eingehen. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu danken für die Unterstützung bei diesen drei Ingenieurbüros, also Ingenieurbüro Lachenmann, Ingenieurbüro Breinlinger und Nagaraj Ingenieure, die da einfach die meiste Inspiration zu dieser Projektvorlage gegeben haben. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie haben jetzt noch die Möglichkeit, wenn Sie noch Fragen haben, Anregungen haben, entweder diese hier im Chat zu stellen, da würde ich noch kurz versuchen, die zu beantworten. Oder Sie schreiben mir einfach eine Mail an die unten stehende Kontaktadresse. Vielen Dank.